Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und ich öffne mit euch heute hier einen großen Batzen Booster, nämlich 6 Stück. Ganz genau, um ganz genau zu sein. Und zwar ganz oft das geliebte Artwork von mir hier mit Reshiram und Glurak vorne drauf. Das gefällt mir sehr gut. Genau, und ich würde sagen, wir starten einfach ganz ohne große Umwege. Kräfte im Einklang hier, SM Nummer 10. Nennt sich dieses Set quasi auch. So, und es beginnt. Wir hoffen natürlich auf gute Pulls. Im Idealfall natürlich auch auf Full Arts oder sonstiges. Oder vielleicht sogar eine Rainbow. Das wäre richtig krass. Hallo, dieses Pack muss doch wohl schön an die Seite gelegt werden. Schon so ein cooles Pack ist. 2, 3, 4. Und wir haben hier Molunk, Smogon, Dicta, Alola Dicta, um ganz genau zu sein, Zubat, Pummeluff, eine Stahlenergie, Stolrak, Skorgro, dreifach Beschleunigungsenergie, Nebulak, Reverse, oh, und Leute, Dedenne GX. Hätte ich schon fast wieder vergessen, dass dieses coole kleine Pokémon auch noch mit von der Partie ist. Dedenne GX. Dede Wechsel. Wenn du dieses Pokémon während deines Zuges aus deiner Hand auf deine Bank spielst, kannst du deine Handkarten auf deinen Ablagestapel legen und 6 Karten ziehen. Du kannst die Fähigkeit Dede Wechsel nur einmal pro Zug einsetzen. Statischer Schock, 50 KP, fügt es dem Gegner zu. Prickelnde Rückkehr GX. Genau, das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt paralysiert. Nimm dieses Pokémon und alle anderen angelegten Karten zurück auf deine Hand. 50 Schaden. Machen beide diese Angriffe. Nicht schlecht, Dede. Dedenne. Genau. Ja, es wäre super cool, wenn wir hier irgendwas Glurak-mäßiges natürlich vielleicht auch noch rausziehen könnten aus diesen Boostern. Denn ich habe bisher nur eine normale Glurak-GX-Karte gezogen. Über eine normale Glurak-GX-Karte würde ich mich schon sehr freuen. Also eine Reshiram und Glurak-GX. Tech-Team. Genau. Meltan haben wir. Fleckmon. Felino. Eine Finsternis-Energie. Alpollo. Major Bobs Strategie. Elektromagnetisches Radar. Porygon haben wir hier als farblos. Was macht eigentlich Major Bob? Du kannst diese Karte nur spielen, wenn du mehr verbleibende Preiskarten als dein Gegner hast. Du kannst während deines Zuges 3 Unterstützerkarten spielen. Ja, ja, ja. Richtig krass. Einschließlich dieser Karte. Okay. Verrückt. Also wenn man zurückliegt im Spiel, kann man mehr Unterstützerkarten nutzen. Das finde ich cool. Pokémon ist die Reverse und die Stern ist Kaguron GX nochmal. Sehr cool. Genau. Hatte ich erst letztens irgendwann gezogen. Aber nice, dass wir sie nochmal ziehen. Finde ich echt gut. Mit Machtabwehr, dadurch können Pokémon GX-Angriffe deinen Pokémon nichts mehr anhaben, wenn Kaguron GX das aktive Pokémon ist. Und Kraftwirbel ist auch nicht übel. 110 Schadenspunkte. Nicht schlecht. Sehr gut. Weiter geht's. Genau, Codekarte weg. 2, 3, 4, vor die 2 davor. Und hier haben wir Garnovel. Und Marzi, der mit Delegator kuschelt, mit Plüschtieren. Marbola, Kleinstein, Flammiau. Eine Pflanzenenergie, Pokécom 3.0. Malon, Giovannis Exil. Skorgro ist die Reverse und die Stern ist Slimog und Alola Slimog GX. Total cool, finde ich diese Farbkombi hier und die beiden zusammen. 270 KP, echt krass, pures Gift. Unglaublich. Hammermäßig. Auch dieser ganze Effekt, ich werde es jetzt nicht nochmal alles hier vorlesen, lest es euch ein bisschen selber durch. Den ganzen Kram. Sehr, sehr cool.
können die beiden hier zusammen agieren. Genau. Finde ich echt klasse. Die beiden. So, hier haben wir ein Glurak. Antwort nochmal. Vielleicht ist es ein Omen. Vielleicht auch leider gar nicht. Mal sehen. Und hier haben wir Mabula. Nebulak. Skorro. Puffy. Dodu. Feuerenergie. Polgon 2. Kampfkunstschule. Ups. Finchmog Elektro. Janina. Und Knogger. So, weiter geht's. Und hier haben wir Blutzug und Radfatz, Goldini, Flampion, Ganovel, Psychoenergie, Finsterstein, Radikal, Major Bobs Strategie, Finsterstein ist die Reverse und die Sterne ist eine Holo und zwar Marshadow. Sehr nice, auch diese Karte. Rote Knöchel, wenn das aktive Pokémon deines Gegners eine Ultra-Bestie ist, fügt diese Attacke 60 Schadenspunkte mehr zu. Also 70. Trotzdem jetzt nicht super spielbar. Ja, der Effekt ist irgendwie ein bisschen Quatsch, muss ich sagen. Ich gerade mal so überflogen. So, nochmal ein Glurak und Reshiram Artwork. Weil es so schön ist. Einfach nochmal. Hier haben wir Molunk und Smogon, Alola Dicta, Zubat, Pummeluff, eine Finsternisenergie, Kogas Falle, eine Staubinsel, Gufa, Mizuna ist die Reverse und die Stern. Es ist Lucario und Melmetal GX Full Art. Hammermäßig cool, auch dieses Artwork. Stahlfaust, schwerer Einschlag und Metallwand GX. Unglaublich. Hammer. Auch das eine super coole GX. Leute, Leute, das ist echt krass. Da bin ich sehr zufrieden hier mit dieser guten Ausbeute. Euer Pokémaniac wünscht euch viel Spaß bei den weiteren Videos, die noch kommen werden, zu Kräfte im Einklang. Ich werde noch jede Menge Booster öffnen hier auf diesem Kanal. Schaut auch weiterhin rein. Euer Pokémaniac. Bis dann.